Hallo zusammen, ich bin Talia und gehe in die 5. Klasse. Ich werde in meinem Leben über 7.618 Stunden in der Schule sein und ihr übrigens auch. Manchmal gehe ich voll gerne in die Schule, aber manchmal auch nicht. Mein schulisches Wohlbefinden ist also nicht immer gleich. Hä, dies was? Schulisches Wohlbefinden, das sind Gefühle, die die Schule einem auslöst. Gefühl? Ist das denn wichtig? Forscher und Forscherinnen haben herausgefunden, dass Kinder, die sich in der Schule wohlfühlen, gesünder sind und bessere Freundschaften haben. Und dass sie besser sich mit ihren Lehrpersonen und Eltern verstehen und bessere Noten haben und kreativer sind. Schulisches Wohlbefinden ist also mega wichtig. Nur hat man bis jetzt noch nicht herausgefunden, wie man herausfinden kann, ob es sich jemand wohlfühlt oder nicht in der Schule. Die Schule ist nämlich viel mehr als nur ein Gebäude. Zu der Schule gehören Personen, also Lehrer und Lehrerinnen und Kollegen und Kolleginnen. Aber auch die Aufgaben und der Unterricht und die verschiedenen Themen, aber auch ganz viel mehr. Wenn man will wissen, wie das schulische Wohlbefinden vom Kind ist, dann darf man das Kind über all diese Sachen ausfragen. Genau das haben Forscher und Forscherinnen an der Uni Zürich gemacht. Sie haben einen Fragebogen entwickelt und ihn an den Kind von der 4. Klasse bis zur 3. Sekte gegeben, um ihn zu ausfüllen. Die von der Uni haben herausgefunden, dass sich Mädchen und Buben gleichwohl in der Schule fühlen. Und es spielt beim schulischen Wohlbefinden gar keine Rolle, welche Sprache das Kind daheim geredet hat. Forscher und Forscherinnen haben aber auch Unterschiede gefunden. Zum Beispiel fühlen sich jüngere Kinder wohler als ältere Kinder in der Schule. Und Kinder, die in einer Steiner- oder Montessori-Schule sind, haben positivere Gefühle als Kinder in einer öffentlichen Schule. Und was bringt das jetzt alles? Jetzt können wir herausfinden, was man machen muss, dass das Kind in der Schule möglichst gut geht. Wenn man nämlich genau weiss, was nicht so gut läuft, weiss man auch, was man verbessern kann. Und bei den Verbesserungen können alle mithelfen. Zum Beispiel erfahren unsere Lehrer und Lehrerinnen, wie sie den Unterricht noch besser gestalten können. Hast du gewusst, dass es gut ist, wenn es zum Beispiel ein Sofa in der Schule hat, wo man sich zurückziehen kann? Und wenn man mal mega gestresst ist von der Schule, können Kinder auch selber etwas dagegen machen. Zum Beispiel können wir nach der Schule ein bisschen Musik hören oder sogar einen Entspannungspodcast. Da gibt es nämlich recht viele coole Apps dazu. Das lohnt sich eigentlich schon. Wir verbringen ja wirklich mega viel Zeit in der Schule.